Gude, mein Name ist Boris Löffert. Ich bin Fotograf und Fototrainer bei www.foto-workshops.de. Was gibt's Neues? Adobe hat den Photoshop aktualisiert. Die neue Version heißt 2024, trägt die offizielle Bezeichnung 25.0. Und was daran neu ist, das gucken wir uns jetzt an. So, ja, ein Photoshop-Update. Gestern gekommen, heute installiert. Wir gucken mal rein, was es Neues gibt. Ganz interessant, sozusagen für all diejenigen, die keine Lust hatten, die Beta-Version zu installieren und auszuprobieren. Generative Fill und Generative Erweitern funktioniert jetzt auch in der normalen Photoshop-Version. Ich habe euch viele Videos schon dazu gemacht, zu der Beta-Version. Das heißt, irgendwie, da hat sich jetzt natürlich funktionell nicht mehr viel getan. Es sind ein paar kleine Verbesserungen noch vorgekommen und wir gucken jetzt mal rein. Ihr könnt jetzt tatsächlich Generative Fill mit der ganz normalen Photoshop-Version verwenden. Und wir gucken mal rein, was da möglich ist, sozusagen. So. Genau, ich habe hier mal ein Bild aufgemacht in Photoshop. Das wir eigentlich für, das ich für ein anderes Video gemacht habe. Das kommt später nochmal, das andere Video, aber wir können jetzt das hier schon mal ganz gut verwenden. Also, was ist neu? Generative Fill für alle verfügbar. Das bedeutet, man braucht nicht mehr die Beta-Version. Zusätzlich hat Adobe auch dafür gesorgt, dass diese Bilder jetzt, die generiert werden, auch tatsächlich kommerziell verwendet werden dürfen. Das war vorher nicht der Fall. Solange das Beta-Status hatte, konnte man das nicht. Jetzt kann man das kommerziell verwenden, das Ergebnis. Zumindest mal, sagen wir mal so, in einem Bereich, in dem das von der Auflösung her okay ist. Ja, weil die Auflösung der generierten Bildanteile ja doch noch immer relativ gering ist. Also das entspricht nicht dem, was ihr als Originalbild dort eingebt. Ja, genau. So, also was können wir hier zum Beispiel machen? Wir könnten hier jetzt bei diesem Bild den Hintergrund entfernen und uns einen anderen Hintergrund vorstellen. Also angenommen, wir wollten das vielleicht woanders hin machen. Was können wir da machen? Wir entfernen erstmal den Hintergrund. Dafür verwende ich hier die Schaltfläche in dieser kleinen Leiste und jetzt habt ihr es schon gemerkt, die kleine Leiste springt hin und her. Wen das genauso nervt wie mich, für den eine gute Nachricht. Ihr könnt das jetzt hier drüben hinschieben und könnt hier über das Drei-Punkte-Menü die Leistenposition fixieren. Und es ist jetzt auch so, dass das so bleibt und sich nicht mehr verändert bei jedem Neustart. So. Gut. Jetzt haben wir das freigestellt. Wir machen uns eine neue Ebene, wählen das Motiv mal aus hier unten und dann gehen wir über das Menü Auswahl, Auswahl umkehren. So, jetzt haben wir den Hintergrund ausgewählt und den wollen wir austauschen. Und jetzt seht ihr das schon, hier steht generative Füllung. Da können wir jetzt eingeben. Ja, müsst ihr erstmal zustimmen, wenn ihr da draufklickt zum ersten Mal. Und dann können wir eingeben, was wir generieren wollen. Ich würde mal sagen, wir sitzen an einem Strand und trinken einen wunderschönen Apfelwein, selbst gekeltert natürlich. Und am Strand. Also geben wir mal ein, Sandstrand im Sonnenuntergang. So. Dann klicken wir auf Generieren und gucken, was passiert. Photoshop generiert uns drei Möglichkeiten. Wenn uns da nichts gefällt, können wir einfach wieder auf Generieren tippen und das funktioniert immer weiter. So. Gucken wir mal. Finde ich jetzt noch nicht so perfekt. Das ist doch schon eher, oder? Ja, das können wir behalten. Wir gucken uns die dritte Variante auch noch mal an.
wir da was hinkriegen, was mehr Sonnenuntergang produziert hat. Nee, also die zweite Variante hat mir ganz gut gefallen. Damit könnte man jetzt weiterarbeiten und könnte das Bild sozusagen weiterverwenden bei allem Möglichen, was man sich vorstellen kann. So, also, das heißt, ihr seid jetzt in der Lage, sozusagen mit Generative Fill auch in der normalen Photoshop-Version zu arbeiten. Das ist natürlich ganz cool. Was ist noch neu? Wir haben eine kleine Verbesserung im Entfernen-Werkzeug. Anderes Bild. So, wer das Entfernen-Werkzeug noch nicht benutzt hat, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch sozusagen, man kann Bereiche einfach anmalen. Früher war es jetzt so, man musste das alles völlig ausmalen, den Bereich, den man entfernen wollte. Jetzt reicht es, wenn ich sozusagen einen Kreis drum ziehe, so wie ich es hier mache, um diesen kleinen Lensflare, den ich da oben habe. Und schon ist er weg. Oder auch, ich kann das auch mit größeren Flächen machen. Ja, ich ziehe das hier um die Person rum, die dort steht. Genau, und in dem Moment, wo ich den Kreis oben schließe, wird alles, was umschlungen ist, sozusagen von der Linie, wird ausgefüllt und dann auch direkt entfernt. Das macht es ein bisschen einfacher im Handling. Das heißt, ich muss es also nicht nochmal ganz ausmalen, sondern es reicht, wenn ich da einfach einen Kringel drum ziehe und fertig ist das. Ja, das sind schon mal die wichtigsten Neuerungen in Photoshop. Update. Gibt noch ein paar kleine andere Sachen, wie zum Beispiel die neuen Verlaufswerkzeuge und so, aber da würde jetzt den Rahmen sprengen, hier drauf einzugehen. Genau. Ich finde es ganz gut, dass das mittlerweile jetzt also in die offizielle Version von Photoshop Einzug erhalten hat. Nach wie vor ist mit KI natürlich mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, was wird passieren? Adobe wird sich die KI-Leistung in irgendeiner Form früher oder später bezahlen lassen. Ja, wie das genau aussehen wird, werden wir noch sehen. Vor November ist mit einer Bezahlfunktion für KI-Funktionen noch nicht zu rechnen. Also von daher generiert Bilder so viel ihr könnt bis November. Dann kann es sein, dass ihr irgendwelche Einschränkungen bekommt. Oder dann irgendwelche Bezahlschranken da sind, die zusätzlich Geld generieren müssen für Adobe. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich kann mir da vorstellen, dass die Entwicklung von so einer KI wie Firefly natürlich ziemliche Ressourcen braucht und da auch natürlich Geld verschlingt und das muss irgendwo wieder herkommen. Also von daher ist damit zu rechnen, dass wir da in irgendeiner Form irgendwann Geld für bezahlen müssen. Und wie gesagt, bis November ist auf jeden Fall noch damit zu rechnen, dass da Ruhe herrscht. Also, was denkt ihr von den neuen Funktionen? Könnt ihr die brauchen oder ist euch das völlig egal? Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, dann kann ich noch mehr Videos für euch machen. Was bleibt noch zu sagen? Genau, neue Workshops-Termine habe ich eingetragen und vielleicht sehen wir uns ja mal live auf einem meiner Live-Workshop-Termine. Alle Termine findet ihr immer unter www.foto-workshops.de.